Ja, hallo und herzlich willkommen, meine Freunde. In diesem Raid bin ich mit Titan als Duo auf Customs unterwegs, um ein wenig PvP anzugehen und Electronic Parts für das vergangene Event zu suchen. Und dieser Raid hatte, wie der Titel schon sagt, eigentlich alles, was einen guten Raid ausmacht. Mehr möchte ich aber an dieser Stelle auch gar nicht spoilern. Lehnt euch zurück und genießt den Raid. Ich bin's wie immer, euer Gunshot. Danke euch fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Vorne links können sie gespawnt sein. Willst du hinrushen? Ich habe keine Ahnung, was ich hier mache. Okay, cool. Ich renn mal über die Garagen nach vorne links, falls die reingehen. Die müssten ganz vorne links gespawnt sein, bei der Brücke zum Dings rüber, weißt du? Mhm. Ja, ist da, sind zwei da. Oder einer. Wo sind die rein? Bei der Garage hinten, wo die Jacken drin sind. Genau, beim Durchbruch da. Ich glaube, der hat mich gehört. Oben drinne schon? Weiß ich nicht. Kann ich dir sagen? War ein Call. Sandmate habe ich. Der ist oben drinnen auf jeden Fall. Mhm. Hat eine Tasche gelootet. Ich weiß nicht, ob sie nur zu zweit waren. Oder ob da noch einer rumhängt. Hier ist noch einer im Busch bei mir. Ich kann dir gerade nicht helfen. Wenn ich hier weggehe, dann ist der hier weg. Ja. Von uns, Gav. Noch einer. Ich bin hier ein bisschen im Bedrängnis. Kann dir immer noch nicht helfen. Ja. Ist Gav noch weg da? Der ist oben drinne gewesen, der hat die Taschen aufgemacht, ist rechts nach oben. Ist der immer noch oben? Ich bin der Meinung, ja. Also er war nicht unten, ja, er ist auf jeden Fall oben. Okay, gut. Ist der kurz Ammo? Wenn 60er, dann komme ich mit ran. Er hat das 60er schon wieder genommen. Dann kann man rausnaden. Aber warte doch, wenn er nicht weiß, dass du da bist. Ja, ich glaube, der hat mich rangehört, der fällt sich komplett ruhig. Okay. Dann machen wir gleich ein bisschen Druck. Der Arme, wieder eine 20-Sekunden-Runde. Ja, gut. Das ist ein bisschen doof gelaufen. Er hat aber jemanden vermutet, also er hat in die Richtung geguckt, aber... Bei mir kommt was. Das Problem ist, bei mir ist halt safe ein Spieler. Hab noch einen Spieler. Ich warte immer noch mit dem, gell? Jo. Ich würde sagen, guten machen wir danach, wenn wir den hier haben. Ja. Ah, scheiße. Arm weggeflext. Man doch zu dritt. Oder der war ein Einzelspawn irgendwo anders. Ich gehe, hab ich einen Nade dabei? Ja, hab ich. Ich versuche den gleich von unten zu naden. Ja. Der kann natürlich da oben rumgeschlichen sein, jetzt in einem anderen, Raum stehen. Irgendwer hat gerade auf den Scav geschossen. Spieler. Ist das nicht bei dir da hinten?
Ne, ist Richtung Flussübergang schon wieder. Okay, ich komme vorne lang. Ist noch was? Hier ist ein toter Scav. Und gelootet. Komm vorne durch den Durchbruch. Ja. Hier ist immer noch zu. Soll ich jetzt die Treppe hochgehen? Okay. Ich bin da. Okay, übernimmst du meine Posi, dann näh dich auch mal rein. Okay. Jo, genau. Oh, die war hervorragend schlecht. Ja, dann lass oben rushen. Warte kurz. Ich hab keinen Bock mehr. Der hier selber um. Ich mach die Tür auf und renn vorbei. Warte, ja, lass mich mit hochkommen vorher. Oder warte. Kriege ich eine Posi, wo ich das von hier unten machen kann? Ja, so. Ja. Hab ihn. Ist tot. Nice. Okay, Titan hört sich wirklich anders an. Sag ich doch. Glaubt mir doch einmal. Bist du schon um? Okay. Yes. Ja. Okay, dann mach du kurz deinen Dude. Ich deck dich so lange und dann gucken wir mal kurz meine beiden Dudes in die Garagen an. Hey, das ist doch dein Kill. Ach ja, stimmt. Ups. Ach, Level 14. Ich hab nichts dabei, was ich haben wollen würde. Okay, dann lass mal zum Durchbruch gucken. Bist du? Ja. Scavs sind jetzt hier noch ein paar unterwegs. Kann jetzt sein, dass die meine Leiche da schon gepflückt haben. Da ist der Dude. Waffe ist auch noch dran. Okay. Level 29. Andere Platten drin? Nein. Doch, eine 5er-Platte hat er dabei. Natürlich die Frage. Munition wahrscheinlich nur Dreck. Gexe. So, einen habe ich noch. Aha, irgendwer hat den Spieler nackig gemacht. Nee, hat er nicht, oder? Doch, irgendjemand hat den Spieler nackig gemacht.
Level 12, das war aber ich. Keine Ahnung, wer den Lucky gemacht hat. Warum spielt man Level 29 diese Muni? Ich habe keine Ahnung. Man weiß es nicht. Auf jeden Fall hat hier irgendeiner... Trotzdem irgendwie... Hat der drinne? HP. Also, ganz ehrlich, was ist los? Ja, dann können wir die Dingens jetzt looten. Die Archive, wollte ich gerade sagen. Aktenschränke. Da hat aber heute sein Zielwasser getrunken. Es geht. Er hat halt gemerkt, die waren unerfahren. Das ist einfach. Wenn du weißt, wo die Leute spawnen können und so weiter, bist du halt wesentlich besser darauf vorbereitet. Das ist halt so. So, den Helm mag ich nicht, aber der... Ja, genau, das war richtig schlau. Oh, halt, ne. Wo sind die Kondor? Die Kondor habe ich immer übel zerballert. Kann ich zwar noch reparieren, aber... Was brauchst du aus den Aktenschränken? USB-Sticks und RAM-Riegel, CPUs, sowas halt, Elektronik-Parts, ne? Ich gehe vorne, Aktenschränke gucken. Meine Blutung ist aufgegangen. Warte mal da vorne. Ui! Ist eine Scav-Gruppe. Hat mich zum Glück noch nicht gesehen. Ja, normal, ich auch Gassi Orbit, das ist tatsächlich ein Glücksgriff. Ganz am... hörst du so? Schießen tun sie auf jeden Fall schon fleißig. Er rennt hinter den Container. Ich dachte, ich kann ihn beim Gabelstapler treffen, aber... Oh, hast du ihn? Mhm. Der zweite? Nein, gesehen. Ich glaube, der hat einen Ball gelootet. Okay. Ah ja. Lol. Ich bin der Meinung, ich hätte hier noch einen zweiten gesehen, aber kann auch Einbildung gewesen sein. Wie viele USB-Sticks brauchst du denn noch, bitte? Alle. Okay, ich finde das. Och, also du brauchst irgendwie 11 oder so. 10 hatte ich schon irgendwie. Ja, keine Ahnung. Wir werden es sehen. Ich glaube eh nicht mehr, dass ich es noch schaffe, aber. 10 circa. Blado, siehst du. Blado weiß es wieder besser als ich. Okay, das war jetzt aber nicht so. Blado. Was denn? Wo diese Mann? Nicht in dem Raid, ich stelle fest. Wie heißen die Quest? Tag of Mystery. Ja, du brauchst auch noch Flash Drive. Du brauchst sie genauso. Dann habe ich gewonnen. Nice. Ich habe rechts von mir irgendwas gehört. Das war ich wahrscheinlich, oder? Es klang halt bloß irgendwie anders. Hab. Bin Tobi durch. Du hast mit Tobi die Quest durch. Ja, ihr habt am Wochenende ziemlich losgelegt, habe ich gesehen. Das ist doch schön.
Das. Gedämpft. Habe ich nicht gehört. Richtung wo? Schrottbrücke. Schrottbrücke? Ach, du meinst links Richtung Customs. Ja, okay, alles klar. Dorms meine ich. Richtung Customs, ja. Richtung Customs. Ja, was denn? Ist auch nicht wirklich falsch. Stimmt. Aber auch nicht clever. Da, Titan, dass ich das mal erleben darf, dass du heute vor mir keinen Kill machst. Ich opfer mich fürs Team. So. Ich dachte, du warst heute nur etwas zaghaft unterwegs. Ja, nachdem ich zweimal versucht habe, mich selber mit der Granate zu killen. Ja, okay. Gedacht, du willst links rüber oder rechts? Mir egal. Rechts. Okay, ja, wir sind bei rechts. Wahrscheinlich rechts, wenn der Schalldämpferbeutel irgendwo rumhockt. Mhm. Was ist mit mir? Alles gut, bleib bloß hinter uns, Scav. Nein, Spieler. Spieler. Hinter uns. Der ist hinter uns, glaube ich. Überleg jetzt, ob ich rüber renne. Ich glaube, es war ein Spieler, oder? Pass auf da, der hat mich da gesehen, wo du bist. Ja. Schnell rüber oder willst du ihn abwarten? Wenn er noch kommt, ich würde wahrscheinlich rüber, ja, komm. Ja. Ja, wartet Painkiller. Falls er dir in die Beine schießt. Stamina. Blindes Huhn und so. Der Dude, ich habe keine Ahnung, wo der herkam. Schuss. Wieder was eingeschlagen. Ah ja. Ja, er versucht's von gegenüber. Er versucht's von gegenüber. Ruhig. Scav bei uns. Oder Spieler? Spieler. Wir sind Spieler bei den Garagen im Mittelgang. Keine Nate mehr. Zwischen uns quasi. Ja. Oh ne, doch muss ein Scav. Sorry. Der Scav hier vorne scheint eine Tech-Dings anzuhaben, eine Gesell. Wenn die haben möchtest. Ja, ich hab. Ist das eine Fünfer? So ein Rick. Ich glaube. Ja, aber auch nur noch 100 drinne. Ja, die Platten kannst du mitnehmen. Die eine da, siehst du, eine hat er schon gelootet, deswegen, aber die andere kannst du mitnehmen. Gut, gucken wir weiter. Dann gehen wir über Crackhouse, würde ich sagen. Ich wünschte, ich hätte einen von den Peacekeeper-Typen gekillt, dann könnte ich vorarbeiten für Sonntag. Von den Peacekeeper-Typen? Mia, steh auf Schlauchrohr. Checkst du oben? Ja, ist noch alles zu. Was? Dialekt bitte? Oh, warte, nicht jetzt direkt, Alter? Warte, ich hab das nicht gesehen, sorry. Welchen packe ich denn aus? So, Titan, wie sieht's aus? Oben frei oder nicht?
Brei. Brei, gut. Ich finde aber immer noch nicht keine Elektronikparts. Sag ich dir, wie es ist. Wenn du welche findest, sag bitte Bescheid. Ich brauche unbedingt einen RAM. Und eine CPU. Oh, ich guck, was sich machen lässt. Weil meine alte ist zu schwach. Ich habe die Tür unten zugemacht, aber die ist nicht verschlossen. Ich habe den Schlüssel vergessen. Oh, wir öffnen schon Sachen. Wenn tut mir leid. Ich den Schlüssel mit. Oh, ich habe eine Bulle Wodka, sag ich dir, du. Die hau ich mir gleich so im Kopf. Kannst du glauben. Oh. So, ich mache hier die Tür auf. Oh, hier ist ein Bad. Ich gehe kurz schauern, wenn es kein Problem ist. Mach. Ich riech mal bis hier oben. SSD hast alle? Nee, hab ich nicht. Natürlich nicht. Aber ich habe ja gesagt, Elektronikparts. Ich wollte jetzt nicht alle aufzählen, Vlado. Oder mal redest du mit Tobi? Du müsstest schon genauer definieren, sonst komme ich durcheinander, ja. Mit Tobi? Tobi, Titan, Vlado, alles dasselbe, ja. Das. Tür? Entschuldigung. Ach so, du. Du kannst ja nicht Bescheid sagen, ich habe mir fast in die Box gemacht, sag ich dir, wie es ist. Tür, Step, noch ein Step, noch ein Step. Okay, ich habe verstanden, du steppst hier. Hast du Steppen professionell gelernt oder ist das dir so zugeflogen? Also. No. No. Gut, dass wir eine Sprache sprechen, ist wichtig. No. Wichtig und richtig. Wieder eine Tür? Du sollst es anzeigen, habe ich gesagt, du. Ah, no, Tür. Rede bitte immer so, klasse Kommunikation. Du, sag ich dir. Dick meine ich damit, also Vlado. Es tut mir leid, wenn ich dich am Anfang vielleicht falsch verstanden habe, aber jetzt bin ich up to date. Sag ich dir, wie es ist. So, guck. Wunderschön. Ich bin hier unten, also nicht, dass ich wunderst. Ich fummel gerade in Taschen von so einer Leiche rum. Der stinkt ein bisschen, aber ansonsten geht's eigentlich. Mit nach Hause nehmen tue ich ihn trotzdem nicht. Ich bin alleine. So. Also hier ist nix. Ich könnte hier hinten noch gucken, aber hier ist auch nix. Also hier ist wieder gehende Leere. Oben hast du alles gelootet, die ganzen Checks da oben. Aktenschränke, alle gelootet. Hab ich Mensch. Das ist ja Frechheit, dass da nix bei war. Ich habe mich gerade fast eingestuhlt, Alter. Hast Vlado gerade als dick bezeichnet? Nein. Dick, ach so, nein. Also... Da habe ich mich versprochen, das passiert so, wenn man so deutlich spricht. Voll unsympathisch, Tobi. Du kannst mir mal... Am A kannst mich mal... So, wollen wir rüber, oder? Da drüben gibt's aber... Ich heile mich vielleicht mal ganz kurz completely hoch. Das wäre mal eine Option, würde ich sagen. Und dann kann es eigentlich auch gleich weitergehen. Einfach hübsch nur eins. So ist es. Oh, da ist jemand im Warteraum. So, der heißt Angeber. Kennt ihn jemand? Ich kenne nicht, ja. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, Titan, das muss ich mir mal kurz zuhören. Also hier mit der Waffe, ne? Muss ich auch sagen, wie es ist. Die ist ja so schlecht von der Ergo, dass ich die getötet habe. Das war Glück. Reines Glück. Und nicht anders. Also wenn du die mal haben willst, dann kann ich die mal droppen. Dann kannst du sie dir mal angucken. Genau. Ich habe noch eine MP9, um dich zu töten, du kleiner Hund. Komm wieder zurück! So, jetzt brauchst du aber wirklich. Ich habe nämlich keine Munition mehr hier. Voll freundlich. Ich bin wieder kampfbereit. So, dann gehen wir mal raus. Wir müssen aufpassen, dass auch keiner am MG sitzt. Ansonsten sind wir grob durchlöchert, würde ich sagen. Hast du gesehen, ob jemand im MG sitzt? Nö, ich seh nichts. Ich höre einfach. Okay. Na, haben wir will, also, ich sag's nicht. Ich sag's nicht, weil dann haben wir Pech. Ich habe irgendwie auch noch das Gefühl, dass uns dieser komische Bub da folgen könnte. Wenn ich meine Hose ausziehe. Nö, du zieh aus, lass locker baumeln, hängen, wie auch immer du das bevorzugst. Nur wenn es stinkt, bitte ich dich, da vielleicht vorher ein bisschen Aftershave drauf zu klatschen. Also wortwörtlich so ein bisschen Aftershave. Bist du drin? Drin, ja. Okay, cool. Ich renne von der anderen Seite hier ran. Hier sind tote Spieler. Ja. Oder ein Skep. Ich hab's nicht genau gesehen. Aber das brennt doch. Ja, das brennt, aber es riecht ja nicht mehr so stark. So, ich mach kurz Stamina. Ich bin trotzdem vorsichtig, weil ich bin der Meinung, ist das ein Spieler? Nee, das ist, könnte ein Skep sein. Du hast vollkommen recht. Aber das heißt, hier war schon jemand. Oben bist du.
Das hier ist ein Scav. Ja, und dann ist ja wahrscheinlich empty. Hat jemand Strömen gemacht? Nö, nicht. Aber das heißt, wir können hinten nochmal durchlüten, schnell, wenn wir weitergehen. Feinnüssiger Geruch. Feinnüssig. Das glaubst du doch selber nicht. Wenn das nüssig ist, mag ich keine Nüsse mehr. Na, wieder rüber hier rechts. Also über Old Gas und dann Richtung Bunker Exit. Da sind doch noch ein paar Sachen, die man löten kann. Naja. Naja, dann würde ich sagen, rennen wir weiter. Ich habe trotzdem noch ein bisschen Paranoia, dass der Dude immer noch irgendwo hinten ist und wartet, dass er den Snap seines Lebens kriegt, weißt du, so. So Snapperino, so von wegen, oh, jetzt rennen die da, jetzt kann ich einfach abdrücken und dann sind die alle tot. Ich glaube nicht, dass der sich die Mühe macht, von meinem Dad zu rennen. Die Frage war auch eher, was wollte der so später bei uns drüben und dennoch uns zu attackieren? Rechts Busch. Müsste an der Wand sein oder so. So, ich glaube, die Minuten sind um. Hab ihn. Jo. War auf jeden Fall ein Spieler, Scav oder ein Spieler. Ah, ich gehe kurz drin, die eine Jacke looten. Gucken, ob da vielleicht was drin ist. Alle like. Alalalalalike it. Ja, Tobi. Also, ich warte, ich muss mal kurz einen Trink nehmen. Oh, mir rennt doch die Zeit davon, Tobi. Jo. Ich trinke. Aber einen schnellen Trink ist das jetzt hier. Der geht runter auf X. Warum like? Ihr siehst, jetzt habe ich einmal den Akzent drin gehabt. Ich kann schon aufhören. Prost. Mmh. Ich sehe noch keinen Countdown. Dann liest ihr mal die Beschreibung vom Emote durch, von der Belohnung durch, my friend. Also ich bin schon fair. Ja. Du meintest, du müsstest dich beeilen. Was meinst du? Ach so, das meinst du. Nee, noch nicht. Oh, ein Wasserfilter ist hier. So, dann kommen wir jetzt weiter auf der anderen Seite und dann... Warte mal, Aktenschränke sind auch hier drin. Vorne, mach ich mal auf eben. So, Titan. Ja. I need your support. Come down to me. Now. Come down. Oh, ein Hammer. Ist ja der Hammer. Was ist das für ein Knallstock, den Hammer? Scheiße. Spieler. Was? Wo? Links. Und das Gav? Vorne Brückendurchgang? Nee. Brückendurchgang. Scheint ein Gav zu sein. Oder das Gav-Player? Nicht Brückendurchgang, hier Bridge Durchgang, ja. Auf der anderen Seite. Bridge-Durchgang? Mensch, das Gebäude, wo ich hier bin. Ja. Scheint ein Scav zu sein. Oder er rennt vorne. Sniper-Scav? Glaube ich, oder? Ist das Sniper-Scav? Ja, hab ihn. Okay. Tür ist offen. Scheiße. Die Tür hat schon jemand aufgemacht, ja? Also das heißt, ich brauche hier wahrscheinlich nicht ran. Ja, ist ein Scav, okay. Alles gut. Normaler Scav. Ja.
guck mal, vielleicht haben sie doch was drin gelassen. Ne. Nicht Brückendurchgang, Bridge-Durchgang. Ja, ist ja gut, Mann. Ich versuche mein Bestes. Ja, keine Ahnung. Dieser Druck, ich bekomme mir einfach nicht klar. In der Lagerhalle mit dem Van. Okay, hier habe ich kein Glück. Ne. Okay, Lagerhalle mit dem Van. Soweit bist du schon vorgerannt? Ich dachte, du bist dran. Ich musste doch die Aktenschränke looten. Scaverino läuft hier immer noch auf der anderen Seite. Bist du da am Durchgang in der Mitte? Ja. Ja, ja. Geh nur vor, dass du frei bewegen kannst. Doch, alles gut. Du brauchst die Dinger genauso. Rein theoretisch. Ist ja noch nicht weniger weit als ich. So, ich geh gleich mal rein in die Autowerkstatt. Alles offen. Echt? Ja, wir können auch einfach resetten. Naja, können wir auch gleich, aber warte. Ich bin da drin. Ah! Okay, fast alles offen. Heftige Anzahl an Rubel. Kann's eh nicht drin sein, aber mal gucken. Wenigstens noch ein bisschen Geld mitnehmen. Boah, ich muss hart pinkeln. Guck mal, der Laser hier auch schon an. An dem TT-Ding. Damit Menschen meine ich nicht den Audi. Du musst hart pinkeln. Komm. Ist hier hinten bestimmt auch gelootet. Das war auch relativ ruhig. Würde mich natürlich Dorms noch interessieren, aber... Ja, Tobi, ist ja gut. Es sind eh nur noch 7 Minuten und VX ist weg, also... Ja, deswegen. Aber hier wurde noch nicht gelootet, wie es scheint, also wenn du unten looten möchtest. Da lag, stand noch Eistee rum und so. Ja, ist gut. Oder es wurde nur übersehen, weil die Jacken scheinen... Also hier ist, glaube ich, doch gelootet worden. Sind sie etwa nervös? Nein, gar nicht. Aber wenn so ein heftiger Kopfschuss-Sound in meinem Ohr schallert, dann weißt du Bescheid. Night Vision. Und eine Viererplatte. Und BT-Ammo. Ich überlege, ob ich das Night Vision mitnehme. So. BT-Muni ist jetzt nicht unbedingt der Rede wert. Fetter US-Dollar 69. Da kann ich mir einen Kaffee von Starbucks kaufen. Mach auf, das Ding. Drop deine Sordins, komm zurück. Oh mein Gott. Gut, dass du sagst. Ich hab gar nicht gereilt, dass ich die noch mitgeschleppt habe die ganze Zeit. Brauchst du einen Motor? Ja, nee. Nicht mit. Ja. Wenn du keinen Platz hast. Nö. Ist hier hinten im Käfig. Jetzt hat dein Scope aber wirklich einen geilen Preis. Mit ca. 30.000 Rubel kann man echt spielen, das Ding. Welches Scope meinst du?
Ich, Spell Day oder? Ich glaube, du meinst nicht das Kaktal hier. Das habe ich nur drauf, weil ich es noch hatte. Ich verwerte gerne Reste. Ich mag es nicht so, das Teil. Es geht zwar, aber ich finde es nicht so toll. Aber das ist an Geschmackssache, wenn da jemand damit klarkommt. Pifnai Keger, 29er, Mastov und Ivan. Kannst du sagen, was du willst? Die haben zusammengehört, oder?